Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sind in dem wunderschönen neuen Gebiet und es war keine gute Idee, sich hier unten in dem Dunst auszuloggen. Denn ich habe mich eingeloggt und direkt Schaden gekriegt und wäre halb verreckt. Konnte mich dann noch so gerade hier hoch teleportieren und retten. Ich hatte dann so eine Sekunde, wo ich nicht so einen Debuff habe, der mir Leben abgezogen hat. Und da konnte ich dann zack hier hoch teleportieren. Upsi. War ein bisschen sehr bescheiden. Deswegen schnappen wir uns mal direkt hier wieder so ein neues Filtersystem. Ich bin am überlegen, ob wir hier so einen besseren Filter nehmen. Aber der hält halt auch nur eine gewisse Zeit. Und dann sind diese Forschungsnotizen weg. Und ich habe nur genau 10. Das ist natürlich blöd. Ja, nehmen wir wieder dieses Billig-Ding, dieses Umsonst-Ding. Hier sind tatsächlich ein paar Spieler, das finde ich ja gar nicht mal so kacke. Aber ich wollte jetzt nicht hier unbedingt groß diese, ja, Map-Meter, die hier wahrscheinlich wieder ist, machen. Sondern wir müssen unsere Freunde am Luxon-Endpunkt treffen. Das war jetzt noch viel tiefer rein, als wir bisher waren. Ich kann hier jetzt natürlich nicht wieder zurück teleportieren. Das ist halt richtig beknackt, dass hier kaum Spieler aktuell auf dieser Karte sind. Die einzigen, die hier spielen, sind wahrscheinlich die drei Leute, die hier rumrennen. Ja, aber da müssen wir halt echt mal gucken, dass wir dann die ganzen Wege ständig neu laufen. Wird auch anstrengend, sage ich euch. Aber so ist das nun mal. Hui. Hinein in die Kacke, in die ich gar nicht rein will. Aber wir haben gar keine andere Wahl, wenn wir hier die Geschichte vernünftig spielen wollen. Da müssen wir einmal durch diesen Dunst durch. Und dann gucken wir mal, wie hier unsere wunderschöne Geschichte weitergeht. Was es mit diesem Dunst auf sich hat. Wir haben ja zuletzt Sporenproben gesammelt. Da komme ich nicht durch. Wunderbar. Mit denen wir, ja, oder mit denen Doric herausfinden wollte. Wo geht's denn hier tiefer? Ich habe ein Problem. Ja, womit er herausfinden wollte, wie wir hier weiter vorankommen sollen. Oder was es vielleicht damit auf sich hat. Warum ist denn dazu? Das ist aber richtig blöd. War das nicht der Durchgang, durch den wir immer durch sind? Weil hier war ja auch einer und der war auch immer zu. Wenn wir jetzt nicht tiefer ins Gebiet kommen, haben wir aber ein Problem, Leute. Ich versuche es jetzt nochmal hier hinten. Ansonsten müssen wir mal gucken. Was machen wir denn dann? Weil ich weiß nicht, wie wir das aufkriegen sollen. Ihr könnt nicht mehr vor. Okay, nee, hier können wir ganz entspannt runter. Alles klar, perfekt. Oh ja, nee, wir sind, glaube ich, hier auch immer runter, oder? Und dann direkt rechts abgebogen. Ach. Keine Ahnung. Ich weiß nur, wir müssen jetzt hier einmal rein. Und irgendwie da hinten hin. Zum Glück haben wir unseren Greifen. Ohne den wäre das richtig beknackt, hier durch diese ganzen Monsterhorden zu latschen. Wir haben jetzt schon 2 Filterkapazität verloren. Nur um hier runterzukommen. Es ist ja auch schon wieder ein Traum. Da ist auch zu. Sieht aber aus wie so eine, sag ich mal, Waldifot. Naja. So, das ist aber die Stelle, an die wir wollen. Direkt rein in die Geschichte. Oh, los. Unruhige See, die Tiefe. Gott, noch tiefer hinein. Wir werden aber bestimmt auch noch durchdrehen hier. Hallo, ich bin da. Ihr seid durchgekommen. Ach, gerade so. Erwartet noch mehr Forschung, Kommandeur. Sollen wir dann? Immer noch so viele Fragen. Wir haben die Lehre bereits neutralisiert. Das hat Orin bestätigt. Und doch gibt es hier eindeutig ein Ungleichgewicht. Wenn wir hier fertig sind, werde ich versuchen, von Cholmont mehr über diesen Dunst zu erfahren. Weißt du überhaupt was darüber? Ihr sagte doch selbst, er hält sich im Lager versteckt, während seine Belegschaft verrückt spielt. Also, er hat die Sache vermasselt, aber er ist nicht das, wofür ihr ihn haltet. Für einen Verbrecher, ein Feigling? Er hat sich längst als beides erwiesen.
Ja. Okay. Sollen wir dann? Wo müssen wir denn hin? Da aus dem Tor raus? Okay. Ich will da nicht raus. Guck! Da ist direkt ein Idiot. Direkt Idioten, die auf uns draufhauen. Und wieder mit diesen katapultierenden Waffen. Das ist doch ätzend. Nee, mach mal nicht hier. Geh mir nicht auf den Pipan. Können wir erstmal den da killen, danke schön. Okay, das haben wir. Jetzt dürfen wir tiefer ins Gebiet rein. Hier sind überall so böse, fiese, verrückte Menschen, die alle, ja, angefangen haben durchzudrehen wegen diesem Dunst hier wahrscheinlich. Was echt nicht gut ist, ne? Und jetzt nur noch den Golem. Und da. Lalala. Und dann können wir tiefer ins Gebiet rein. Ich sehe nur echt schon Probleme auf uns zukommen, wenn hier wirklich die Leute nicht die Karte großartig spielen. Hier ist dicht. Leute. Der Weg nach vorne ist versperrt. Ja. Komm, Finn, wir sehen mal nach. Ich brauche sowieso ein bisschen Luft. Hier unten kriegt ihr die aber nicht. Nee. So viel ist sicher. Okay, wie kommen wir da jetzt durch? Das sieht ziemlich massiv aus, aber wir finden bestimmt ein paar Stellen, wo wir durchbrechen können. Finn, schalte bitte den Inspektionsmodus ein. Aber gern. Inspektion wird jetzt aktiviert. Kommandeur, ihr kennt euch doch aus mit Mech-Drohnen. Wollt ihr das übernehmen? Kann ich? Finns Hilfsbord wurde mit einer Technik ausgestattet, die es dem Nutzer erlaubt, ihn fernzusteuern. Wählt in der Oberfläche des Jadebots die Scan-Funktion aus und übernimmt die Steuerung. Okay. Dann scannen wir doch mal die Wand. Das Objekt wurde durch die vom Scan gelieferten Daten identifiziert als leicht gesprungener Quarzfelsen mit geringen miasmischen Spuren. Klingt vielversprechend. Wir sollten hier eine Ladung annehmen. Mech scheint okay. Jetzt bessere Laune zu haben. Ein bisschen dran gedreht und schon dann ist Finn bringen wir wieder mal ganz hier der überall. Alte, nachdem einige erlernte Verhaltensweisen gelöscht wurden. Ich weiß ja, es klingt komisch, wenn ich Gutes über Chulmo rede. Aber ihr habt ihn doch auch in seiner Sternstunde gesehen. Am Wochenende? So ist er in Wirklichkeit. Er hat mir eine Chance gegeben, als der Rest der Welt mich wie Luft behandelte. Wo? Vor June war die Bruderschaft mein einziges Zuhause. Im Augenblick entgleitet ihm die Kontrolle. Irgendwo ist noch eine Stelle. Ich mache mir Sorgen, dass er es nicht mehr in den Griff kriegt. Aber wenn ich helfen kann, werde ich das tun. Ah, weil ich es will. Gott, noch mehrere Stellen. Da geht's nicht. Da auch nicht. Irgendwo müssen wir das doch noch anbringen. Da ist gut. Ziel okay. Abgeschlossen. Ich gehe mal lieber. War das Ergebnis zu eurer Zufriedenheit? Das hast du prima gemacht, Finn. Vielen Dank. Süß. Okay. Ja, Schutzbereich finde ich gut. Also los, Leute. Können wir das auch machen? Nur damit ihr es wisst. Je weiter wir vordringen, desto stärker wird vermutlich der Dunst. Falls euch irgendwann schwindelig wird... Dann erfahrt ihr es als Erster. Sollen wir dann? Okay, tiefer rein. Nee, können wir das auch an diesen Wänden machen? Wir haben ja auch einen kleinen Mini-Bot. Das könnten wir natürlich mal ausprobieren. Aber irgendwie muss man diese Wände ja aufbekommen. Oder muss man da ein Event machen? Dämon, Überfall! Da vorne, los, draufhauen! Dämonen! Nein! Autsch. Kein Wunder, dass unser Signal so mies ist. Sagt mal, Kommandeur. Ja. Ihr habt erwähnt, dass da was im Kommunikator war. Eine Stimme? Naja,
ihr hattet recht. Nichts als Interferenz. Aha. Aber ich frage mich, warum ihr mir nicht in die Augen seht. Gut beobachtet. Was wollt ihr damit sagen, hä? Gorik? Was wollt ihr damit sagen? Dass ich hier Dreck am Stecken habe, oder was? Dämonen. Weiß das Chulmo? Er erwähnte gar keine. Noch ein Grund mehr, sorgfältig abzuwägen, wem man vertraut. Ja, nur weil euer Mentor... Bringt den Satz nur zu Ende, wenn ihr es wagt. Noch mehr Dämonen. Weißt du, kaum hat man Drachen überlebt und Drachendiener, kommen jetzt Dämonen aus der untersten Hölle hier oder was? Wow. Was ist das denn hier? Verdorbene Leylinien-Anomalie. Ach du Heilige. Wow, die tut weh. Können wir erstmal uns da um den Dämon hier kümmern, bevor wir uns um die Anomalie kümmern? Die auch irgendwie durchdreht? Hä? Nimm ein bisschen viele rote Kreise. So, aua! Was soll denn das? Oh Gott. Weg, weg, weg. Ran, ran, ran. Hier, Dingens brechen. Los, Leute, strengt euch an. Die CC-Bar muss runter. Perfekt. Und Schaden. Leute, macht Schaden. Yeah. Au. Ich fühle mich durch die Gegend geschleudert, ne? Jetzt hör doch mal auf, Kollege. Das finde ich dezent uncool, was du hier machst. Wir haben gerade mal 40% runter. Oh, wollte ich gar nicht. Falschtaste, sorry. So, guck mal hier, ein paar schwache Linos. Mann! Immer dieses durch die Gegend geschleudert werden, ne? Ranziehen, wegstoßen, auf dem Boden landen, wieder weggeschleudert werden. Dann hat man sich gerade aufgerappelt, ist wieder am Gegner, wird mal wieder weggestoßen, dann wird man wieder rangezogen. Wie soll man denn so kämpfen? Ernsthaft. Hier, frisst mal. Jetzt wird man auch noch in die Luft geschleudert. Komm, einfach jetzt platt machen, Leute, bitte. Haut mal alles raus, was ihr habt. Wir sind fast nur noch 10%. Dann haben wir den. 9, 8. Fliegen. 6, 5. Weg, 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 weg. Das war knapp. Na, geht doch. Alter Verwalter. Was? Kommandeur, ist ja alles in Ordnung mit euch? Ich fühle mich irgendwie fix und fertig. Ja, mir geht's gut. Das war nur ein harter Kampf. Da sucht sie seltsame jenseitige Lichtquelle. Moment mal. Eine Leylinie. Das ist doch. Was wünscht ihr? Eine Leylinie. Eine nie dagewesene Quelle roher Magie. Pure Energie. Deshalb also ist die Jade im Umkreis so mächtig. Das könnte eine formidable Lösung für Kantas Energieproblem darstellen. Oh, eine Leylinie ist doch nice.
Mit Leylinie infundierte Jade. Okay. Die Jade hier unten leuchtet fast von den beachtlichen Mengen an Energie, die sie durchströmt. Hm, interessanter Fund. Warwick, bitte lauf nicht zu weit weg alleine, ja? Hm. Was denn? Interessant. Ja, sprich dich bitte aus. Ich kenne mich mit Energiegewinnung nicht und aus. Was ist das hier? Warwick, bitte. Oh, faszinierend. Er macht mich wahnsinnig, der Junge. Sprich doch mal. Ich muss mir das aus der Nähe angucken. Was denn? Kannst du uns darüber bringen? Spaltüberquerungsgerät wird aktiviert. Was? Okay, cool. Das geht natürlich auch, wenn er die Pfannen sich auspositionieren kann. Nehme ich. Ist es das, was die Bruderschaft aufmischt? Die Arbeit neben einer derart starken Energiequelle? Eigentlich nicht. Einfach nur der Energie von Leylinien ausgesetzt zu sein, beeinträchtigt in der Regel nicht das Wohlbefinden. Aber irgendetwas ist hier ungewöhnlich. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Leylinie irgendein giftiges Nebenprodukt verströmt. Oh, guten Tag. Vorsicht! Oh, es gibt mehr als einen? Er verwirrt wohl unsere Sinne, verwischt die Realität. Wir müssen uns konzentrieren. Raffgieriger Wanderer. Schön immer hinter ihm bleiben. Das ist eine gute Idee. Besiegt die dämonischen Visionen, die Tybalt. Tybalt! Mein Tybalt! Oh. Okay, wir müssen ihn vor den Dämonen hier beschützen. Das kriegen wir doch wohl hin. Tybalt, mein Freund. Ich hab dich so lange nicht gesehen. Okay, haben wir. Schon bald. Oh Gott, da kommen noch mehr. Oh Gott! Ich dachte, wir hätten's. Oh Gott, ich sollte mich auch mal heilen. Ja, kommt alle ran. Kommt alle ran. Perfekt. Wow, ihr tut ganz schön weh. Wisst ihr das? Ich habe keine Heilung. Und meine Freunde sind auch irgendwie alle weit weg. Leben am Limit nenne ich das hier. Noch mehr? Darf ich mich nicht erstmal zwischenzeitlich erholen? Oh Gott, da ist einer an Tybalt dran. Nein, nein, nein. Böses Viech. Böses kleines Krabbelfiech. Oh, wieder voll geheilt. So mag ich das. Dieses Rumgeschubse. Ich weiß, wir sind sehr wendig und, ne, aber. Könnt ihr mich hören? Was? Jao braucht euch als Verstärkung auf der Plattform. Ich weiß, was ihr tut. Ihr setzt meinen Mentor gegen mich ein? Ihr seid erbärmlich. Kommandeur, wir reden später, versprochen. Jao braucht euch doch jetzt. Ja, was? Wo? Da oben. Jao? Okay. Ach ja, stimmt. Ich bin unterwegs. Tut mir leid, Jao. Ich war eben kurz ein bisschen weggetreten. Schön, euch hier zu sehen. Da! Kommandeur, alles in Ordnung?
Wir schaffen das zusammen. Na, was denn jetzt nicht schon wieder? Er? Diese Leute lieben euch. Euch ist er egal. Er. Ihr wisst, dass das nicht wahr ist. Das sind alles Tote, ne? All die Leute, die wir in den Schlachten hier verloren haben. Tybalt haben wir verloren. Er haben wir verloren. Sind das unsere inneren Dämonen? Meinst du, seid ihr gar nicht mal so schlecht hier? Zack, 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 tot, tot. Da haben wir noch einen. Die sind auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Das sag ich jetzt noch. Und gleich knackt rot. Ich sehe es kommen. Immun wieder zu voll genommen. Oh Gott. Keine Energie mehr. Okay. Haben wir auch gleich. Ja. Ich wollte ja. Ihm nie wehtun. Ich bin wieder da. Ja. Finn, du musst Rama abschirmen. Schnell, kommt in die Blase. Die Viecher nicht. Muss ich da hoch? Oh, ein Stress hier. Ich komme. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid. Weniger entschuldigen, mehr helfen. Seht ihr sie auch? Ja, wir kämpfen mit ihnen. Worüber redet ihr denn? Ah, ich lege mich mal zu euch. Nein! Oh, der geht gut runter, ja? Ach, nicht schon wieder. Wir müssen reden. Almora? So viele Leben verloren. Oh. Es ging ja nicht anders. Ich war nichts für euch. Das ist unfair. Ich habe getan, was ich konnte. Almora! Aber das sind echt so die inneren Dämonen, mit denen wir kämpfen. So. Wir haben die Leute halt in der Schlacht verloren. Wir konnten nichts mehr für sie tun. Vielleicht so der innerliche Hass dagegen, der uns jetzt zerfrisst. Ausgelöst von dem Nebel oder so. Voll die Diebe Psychologie hier. So. Zack, 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 zack. Wo ist die nächste Welle? Und wie lange geht diese Story-Instanz? Ansonsten muss ich gleich mal gucken. Ich weiß, es ist jetzt gerade blöd so mit einem Kampf, aber das werden wir die Folge beenden. Und dann hier in der nächsten weitermachen. Außer wir sind jetzt gleich durch. Das wäre natürlich sehr gut. Das könnte ja auch noch eine Weile gehen, tatsächlich. Oh, wir sind wieder in dem Hier und Jetzt. Aha, Halleluja. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Diese Brummkreise hier sind zum Glück auch weg. Aber den haben wir gleich schon mal. Das ist sehr gut. Die Folge heute halten wir wieder ein bisschen länger, ne?
Jetzt machen wir keinen Stress. Ach nö. Geh doch kaputt. Ach nö, kurz vor seinem Tod. Okay. Helft mir. Es regeneriert sich. Es heilt sich offenbar durch die Leylinie. Nö. Wir müssen hier weg. Sofort. Kommandeur, sie verliert das Bewusstsein. Wir müssen sie holen und verschwinden. Ihr habt euch überhaupt nicht verändert. Töten und verderben. Dafür wurdet ihr geboren. Ruhige Seeausgrabungshof. Okay. Hey, ihr seid ja auf. Wisst ihr noch, wer wir sind? Seht mich genau an, Kommandeur. Konzentriert euch. Wer bin ich? Lasst euch Zeit. Ihr wart vollkommen neben der... Alles gut. Alles gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut, Gorik. Der Alchemie sei Dank. Wir waren sehr besorgt. Ihr habt mit uns gesprochen, als seien wir... Naja, nicht wir. Nicht wie mit alten Freunden. Ja, dieser Dämon. Er hat mir den Kopf verwirrt. Machte mich glauben, ihr wärt jemand anderes. Ja, ich hätte es wissen müssen, sobald diese Klone erschienen. Es scheint die Realität des Opfers verändern zu können. Ich habe versucht, euch zu erreichen, seit Yao alles stehen und liegen ließ und runtergerannt ist in dieses Loch. June ist... Sie ist... Wütend, ich weiß. Aber wir haben in diesem Loch wichtige Entdeckungen gemacht. Und wenn ich June verärgern muss, damit ich... June wird nicht verärgert sein, wenn sie hört, was wir gefunden haben. Eine Leylinie. Das ist es, was die Jade so stark aufgeladen hat. Das ist ja... fantastisch! Eine möglicherweise frei fließende, auf Jade basierende Energiequelle. Das ist zu schön, um... Ja, aber ein Dämon, der einem den Kopf verwirrt und nicht getötet werden kann, stopft sich damit voll. Oh. Keine Angst, den beseitigen wir. Oder wir locken ihn zumindest von der Leylinie fort. Und wie sieht diesmal euer Angriffsplan aus, General Gorik? Ich fürchte, das wird unangenehm. Besonders für den Kommandeur. Ach, nee. Ich wünschte, es ginge auch anders. Aber dieser Dämon fühlte sich zu euch scheinbar besonders hingezogen. Ihn zu bekämpfen erfordert neuroparasitologische Untersuchungen. Wenn es denn unbedingt nötig ist. Tut mir leid, Kommandeur. Yao hat recht. Es ist wichtige Arbeit. Ich werde June alles erklären. Haltet uns auf dem Laufenden, wenn es geht. Und viel Glück. Danke. Toll. Ich freue mich darauf. Ich werde jetzt als Versuchskaninchen da reingeschmissen, oder was? Okay, wir quatschen noch mal eben schnell mit den Leuten hier. Ich weiß, wir sind wieder ein bisschen in Überlänge, aber dann haben wir das zumindest alles hier abgeschlossen. Oh Gott. Kommandeur, ihr solltet wirklich aufhören, dauernd in Ohnmacht zu fallen. Das ist bestimmt nicht gesund. Tut mir leid, es ging da eben um ein paar alte Freunde. Da braucht es keine Entschuldigung. Diese Kreatur versuchte, sich an eine mächtige Erinnerung zu klammern, um zu sehen, was für Emotionen sich dadurch provozieren ließen. Es sah mir aber danach aus, als sei diese erste Erinnerung nicht genug gewesen. Als hättet ihr schon früher mit solchen, metaphorischen Dämonen zu tun gehabt. Ich habe auch Er und Almora gesehen. Ja, der Dämon schien sich auf immer frischere und kaum verarbeitete Erinnerungen zu stürzen und nährte sich von eurer Reaktion. Ich fürchte, wenn wir ihn jemals komplett besiegen wollen, müssen wir das zu unserem Vorteil nutzen. Warum fühlt sich alles plötzlich so wund an? Vielleicht habt ihr eure Gefühle noch nicht gründlich genug verarbeitet. Oder vielleicht beeinträchtigt der Dunst eure Fähigkeit, damit umzugehen. Oder er erhöht unsere Sensibilität für Emotionen. Leider werden wir experimentieren müssen, um das herauszufinden. Ja, sag ja, ich bin das Versuchskaninchen.
Wie fühlt es sich an, das Ruder in die Hand zu nehmen? Ich dachte, ich sei bereit. Aber Rama hat mir geholfen zu verstehen, dass es schwerer ist, als es aussieht. Glaubt mir, ich weiß euch jetzt umso mehr zu schätzen. Ihr scheint schon einiges von Rama aufgeschnappt zu haben. Ich frage mich allmählich, ob man eine solch ausgeprägte Intuition anderen beibringen kann. Aber ich tue mein Bestes, um seine Ratschläge zu befolgen und ihn bei der Arbeit zu beobachten. Sehr schön. Nein, wir reden später, Gorik. Das war gerade ganz schön heftig, was? Wenigstens seid ihr wieder auf den Beinen. Tut mir leid, ich hatte euch für einen Morra gehalten. Das habe ich gehört. Sie war offensichtlich eine hervorragende Soldatin. Und eine gute Freundin. Ja. Yao ist da wirklich über sich hinausgewachsen. Yaos Mech ist durchgekommen. Technisch gesehen hat Yao den Mech gebaut. Also... Finn ist schon was Besonderes. Ja. Finn ist gut. Ja. Viele sagen, sie wollen uns helfen und tauchen dann nur auf, wenn es ihnen in den Kram passt. Aber Yao ist einer von den Guten. Und Finn auch. Mhm. Wie macht sich Gorik als Anführer? Der Anfang war nicht so einfach. Aber als es hart auf hart kam, ist er über sich selbst hinausgewachsen. Hat gute Entscheidungen getroffen. Immerhin lernt er ja auch vom Meister. Was meint ihr zu Chulmo? Auch wenn ich Yaos Einschätzung vertraue, ich bin nicht sicher, dass ich meine Meinung hierzu jemals ändern werde. Aber ich verstehe, dass Yao gute Gründe hat. Yao, Chulmo, Jun, sie sind wie eine kleine zerrüttete Familie. Ich weiß nicht, ob Yao das Kind ist oder... Der Eheberater. Es heißt, ihr hättet den Wunsch geäußert, Hauptmann Min zu sehen. Mag sein. Aber wenn ihr anfangt, mich über mein Liebesleben auszufragen, werde ich den Spieß umdrehen. Dazu seid ihr bestimmt nicht bereit, Kumpel. Ach, ich habe kein Liebesleben. Also fragt ruhig. Yao, was hast du denn Schönes zu berichten? Puh, das war... Naja, wenigstens haben wir es alle in einem Stück daraus geschafft. Tut mir leid, dass ich so desorientiert war, als ihr mich gebraucht habt. Es ist schon gut. Gorik hat mir von Er erzählt und wie viel sie euch und eurem ganzen Team bedeutet hat. Ihr Heldenmut im Kampf gegen Mordremos. Und wie sie hintergangen wurde. Das tut mir leid. Danke. Macht ihr euch Sorgen, dass Jun denken könnte, ihr hintergeht sie? Jun hat keine soziale Ader. Aber tief im Inneren weiß sie bestimmt, dass ich loyal bin. Obwohl, vielleicht ist das ein Teil des Problems. Ich würde Juns Vertrauen niemals missbrauchen. Und nur weil ich nicht mehr für Chulmo arbeite, heißt es nicht, dass ich alle Brücken abgebrochen habe. Er kann schwierig sein, genau wie Jun. Und man kann sicher behaupten, dass er sich hier unten nicht mit Ruhm bekleckert hat. Aber er ist nicht durch Inkompetenz in diese Position gelangt. Und seine Leute liegen ihm wirklich am Herzen. Also, wenn Jun mich so gut kennt, wie ich glaube, wird sie es verstehen. Es gefällt ihr vielleicht nicht, aber sie versteht es. Wem wollt ihr hier eigentlich helfen? Jun oder Chulmo? Kanta. Diese Entdeckung könnte für so viele Leute so viel bedeuten. Und wenn ich dabei ein paar alten Freunden helfen kann, ist es umso besser. Ja, das ist doch gut. Okay, damit haben wir jetzt hier mit allen geredet und noch ein paar Informationen bekommen. Aber jetzt würde ich sagen, raus aus dieser Instanz, raus aus dieser Folge und dann gucken wir mal, wie es für uns in der nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli!